Hi! Sag mal, Oliver, hattest du auf deinem Zeugnis aufstehen wegen Lehrermangel nicht erteilt? Nee, das gab es bei uns früher nicht. Ich glaube, da gab es genügend Lehrer. Aber heutzutage gibt es nicht mehr so viele, hört man. Nee, aber trotzdem gibt es bei uns eine Sportstunde, ne? Ja, und wir beiden Sportlehrer, der Patrick Hore und der Olli Dutschke, wir sind immer da. Also ich war einmal nicht da, aber habe nicht blau gemacht. Wir erinnern uns, da war ich krank. Aber ansonsten gibt es jede Woche die Sportstunde. Genau. Und heute haben wir ein bisschen was vor. Ja, es gibt viel. Basketball haben wir, Biathlon haben wir, Eis haben wir allgemein sehr viel. Ja, ja, sowieso im Winter. Und wir radeln ein bisschen heute. Wir radeln ein bisschen und wir haben Film, Funk und Fernsehen. Ja, wir gehen auf den Boulevard. Sagt man das so? Auf den Boulevard. Auf dem Boulevard. Sehr schön. Erstmal gucken wir mal, was im Sport so los war, so in den letzten Tagen. Ne? DEL war nix. Nee. Warum war nix? Wegen dem Deutschland Cup. Genau, der war ja in Landshut. Ja. Die Herren haben zum 10. Mal gewonnen. Und die Damen durften das zum ersten Mal machen, beim Deutschland Cup dabei sein und haben einen 3. Platz belegt. Ja, und da gibt es dann Vereine, die mussten ja nicht spielen, die hatten Zeit, sich vielleicht was zu überlegen und haben dann mal einen neuen Trainer geholt. Die Sauerländer aus Iserlohn haben mal eben Doug Shedden geholt, den kennen wir aus der DL, der war ja erfolgreich in Ingolstadt und dann haben die wahrscheinlich in Iserlohn nicht den Deutschlandcup geguckt, haben sie gesagt, lass uns mal lieber einen Trainer holen, um da vielleicht nicht abzusteigen. Mal gucken, ob es was bringt, ne? Ja. Abstiegskämpfe allgemein sind im Moment sehr beliebt, ne? Denn auch in der Fußball-Bundesliga hat das für ein Traineropfer gesorgt, ne? Ja. Und da war ja immer hin und her, ne? Haben wir da auch drüber geredet? Weiß ich gar nicht. Urs Fischer. Soll er gehen? Muss er gehen? Nicht gehen? Doch, der hat doch so viel geleistet. Nee, ja, wohl, ja, vielleicht, nein. Doch, er muss gehen. Ja, bei Nummer 14 war Schluss. Ja, wenn du 14 Mal hintereinander nicht gewinnst, eigentlich auch fast immer nur verlierst, weil einmal haben sie unentschieden in Neapel gespielt, dann kannst du der beste Kumpel vom Präsidenten sein. Irgendwann geht's nicht mehr, ne? Ja, das Schlimme ist ja auch, dass du dann noch nicht so 5-6-0 verlierst, sondern so 1-0 in der 90. Minute. Das war in der Champions League so, genau. Egal, Urs Fischer ist jetzt Geschichte in Berlin. Aber der U19-Trainer Marco Grote übernimmt, aber der ist tatsächlich nicht die Schlagzeile hinter der Trainerentlassung, die ja an sich keine große Schlagzeile ist, weil sie sich wochenlang angekündigt hat, sondern die Co-Trainerin, ja, Marie-Louise Eta. Die ist tatsächlich die Frau des ehemaligen Trainers von Weiche Flensburg, Benjamin Eta, und damit jetzt tatsächlich die besser verdiente in dieser Ehe. Die ist jetzt erstmal Co-Trainerin von Union Berlin und damit die erste Frau auf einer Trainerbank in der Fußball-Bundesliga. Gratulation. Nur wir müssen natürlich abwarten. Das nächste Heimspiel ist, haben wir Länderspielpause. Das nächste Heimspiel ist gegen Augsburg, also ein paar Tage Zeit. Und wir wissen ja, wenn ein neuer Trainer kommt, da will er sein Entourage ja ganz gerne mitnehmen, mit seinen 15 Assistant-Coaches und Physios und Fitness. Ich weiß es nicht, ne? Würde mich ja freuen, wenn sie dann da bleibt. Wir warten ab. Im Moment, Stand jetzt hier, heute ist sie Co-Trainerin eines Fußball-Bundesligisten und das ist historisch. Ja, heute französisch gefrühstückt quasi. Hört man das? Nein. Na, dann gehen wir nochmal an die Spitze. Rückblicken kurz. Wahrscheinlich Bayern gegen Bayer. Ne? Denn die Dortmunder scheinen da diesmal das ein bisschen eher aufzugeben mit der Meisterschaft. Nicht nur am letzten Spieltag, schon ein bisschen easy going. Nicht weil die Drama Queen im Signal Iduna Park gegen Mainz letztes Jahr, sondern wir geben das vorher schon mal ab. 10 Punkte hinter Leverkusen. Und ich glaube, das übernächste Spiel ist dann Leverkusen-Dortmund. Wenn sie da verlieren, können es 13 sein. Und ich glaube, Haken dran. Ne? Vorbei. Vorbei. Ja, an dem Handball. Da war ein kleineres Programm als sonst am vergangenen Wochenende. In der Liga, ne? Ja, denn die Spitzenteams, also das, was da oben rumläuft, war international unterwegs. Genau, die Füchse aus Berlin und die Magdeburger sind mal eben kurz nach Saudi-Arabien gefahren. Ja, Handball-Hochburg, würde ich sagen. Da ist ja die Sportstätte schlechthin mittlerweile. Da wird auch, glaube ich, alles ausgetragen.
Jetzt mal ohne Scheiß, das fällt mir gerade ein. Es gibt ja auch Asien-Winterspiele, ne? Die soll es ja demnächst in Saudi-Arabien gehen. Ja, in dieser komischen Skihalle. Ich weiß nicht, wo da in Saudi-Arabien eine Skisprungschanze oder eine Bobbahn, geschweige denn ein Abfahrtshang ist, aber vielleicht. Tatsächlich gibt es ja irgendwie der weltgrößten Skihalle. Dann gibt es da ja in einem Einkaufszentrum eine große Eishalle, genau. Ja. Mit der Bobbahn wird schwierig, aber dann baust du die halt irgendwo in die Wüste und schüttest da ein bisschen Sand weg. Ja. Krass. Auf jeden Fall war da jetzt die Club-WM. Und unsere beiden deutschen Teams, Berlin und Magdeburg, waren richtig gut, kamen ins Finale, haben auch die Favoriten geschlagen, wie zum Beispiel Kielce und Barcelona. Und dann am Ende haben es dann wieder die Magdeburger gemacht. Ja. Zum dritten Mal übrigens. Das nennt man dann, wie der Franzose sagt, Hattrick. Nein. Gratulation. Das ist für uns irgendwo, wenn man dreimal hintereinander den Club-WM gewinnt, top der Woche. Darfst Handball. Du den Pott dann behalten? Gab's doch früher mal. Früher, noch dreimal, weil ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, keine Ahnung. Top der Woche. Und übrigens habe ich auch noch gehört auf der Fahrt gestern, es war international, gibt es ja auch die Europa League auch im Handball. Alle vier deutschen Teams haben alle gewonnen und sind alle in ihrer Gruppe Erster. Mhm. Also der deutsche Handball, man sagt ja immer, es ist die stärkste Liga der Welt, die HBL, scheint so zu sein. Zumindest Handball dominant im Moment, ja. Absolut. Ne? Aber, wo wir bei Wintersport waren, ja. Kommen wir doch zum fast schon Running Gag der Woche, aber die Flop der Woche. Es gab ein Skialpin-Rennen, eigentlich. Nee, gab's nicht. Genau. Selbst auf dem Matterhorn geht das schief. Ja. Die Männer wollten eigentlich eine Abfahrt machen. Da hat einer irgendeine funktionelle Idee gehabt, du fährst Matterhorn, fängst auf dem Schweizer Boden an, fährst die Abfahrt und endest auf dem italienischen Boden. Hm. Spektakel! Ne, über die Grenzen, aber nein. Petrus hat was dagegen. Ja, der berühmte Skifahrer Petrus. Hätte man vielleicht Luis Trenker mal fragen sollen. Der kannte sich ja mit sowas aus. Der hätte wahrscheinlich gesagt, ne. Also wir hatten es ja letztes Mal, ich glaube, das war Zermatt, wo alles ausgefallen ist, weil der Wind ein bisschen nicht mitgespielt hat. Jetzt war es Neuschnee, jetzt war wieder Windböen, schlechte Sicht. Tja. Und wusste man eigentlich, war letztes Jahr ja auch so. Ja. Aus Fehlern wird man klug. Oder auch nicht. Und die Skialpinister, die Männer, konnten wieder keinen Wettbewerb starten. Nee, die Frauen probieren es dann jetzt machen monatelang eine Vorbereitung, um endlich loszulegen. Nee. Die Frauen machen es besser. Denn die waren in Finnland unterwegs. Genau. Quasi Schneegarantie mit den Bergen ist so semi-gut, sag ich mal. Ja. Aber es war ja besseres Wetter und es wird gefahren. Und zwei Podestplätze für Deutschland. Krass. Ja, von der einen und derselben. Ja, von Lena Dürr und zwar bei beiden Slaloms. Also dem normalen und dem großen, also dem Riesen. Nee. Da muss ich dahin, hast du nicht deine Hausaufgaben nicht gut gemacht. Die haben am Samstag ein Slalom gehabt und am Sonntag ein Slalom gemacht. Nur mal so. Achso. Aber auf jeden Fall muss ich mal eben ins Klassenbuch schreiben. Nicht aufgepasst. Lena Dürr, einmal zweite, einmal dritte. Guter Start. Also wir sind ja auch nicht so verwöhnt im Skialpin. Der Sportler der Woche ist sie ja nicht, aber wir schicken trotzdem Grüße. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Anfang, Sportler. Und übrigens, die Abfahrtsdamen, die sind nächste Woche am Matterhorn. Also, kleiner ob Tipp, da jetzt... ist ein bisschen windig da. Ja, vielleicht sollen sie vorher in die Wetter-App gucken, ob sie da überhaupt hoch müssen. Ne? Ja, Lena Dürr hat uns Freude bereitet, wie auch Alexander Zverev. Wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche einen schönen Vorbericht zum ATP-Finals. Und was wurde da gesagt? Die Spieler, die Alcaraz und Djokovic schlagen, sind die, die neben Djokovic und Alcaraz das noch gewinnen können. Tja. Und was hat der Herr Zverev mal gemacht? Den Alcaraz geschlagen. Ja, mal ganz entspannt aus der Hüfte. Der hat also Halbfinalchancen. Djokovic hat übrigens auch verloren. Gegen einen Italiener in Turin, gegen Sinner.
Also dann gibt es doch mehr Favoriten, ne? Nicht nur immer die gleichen. Am Ende wahrscheinlich dann doch das Finale. Wir verfolgen das und drücken unserem deutschen Bub Alexander Zverev die Daumen. Und vielleicht kann er ja zum dritten Mal Weltmeister werden. Und du hast wieder, warst da in meinem Keller, hast wieder in deiner Kleider geguckt. Der ja, hat vor, der war das schon mal. Zweimal und das erste Mal war es vor? 2018. Gegen? Gegen Djokovic. Da, oh, genau. Ich meine, also, das gegen wen ist eine Frage, die sich fast sehr stark beantwortet. Fast, ne? Genau, und dann hat jemand ein Tennisturnier gewonnen, wo wir gedacht haben, ach, die gibt's ja auch noch. Und da freuen wir uns eigentlich. Ich mag ja diese Comebacks im Sport, ne? Die dann nicht aufgeben, die weitermachen und dann wieder Erfolg haben. Auch wenn es jetzt kein WTR-Turnier war, kein Master war, kein Grand Slam war. Es war ein Challenger-Turnier in Calgary. Aber wir kennen sie noch von spätestens seit 2013. Da war sie nämlich im Wimbledon-Finale. Mhm. Sabine Lisicki. Mittlerweile junge 34 Jahre alt. Und sie hat ein Turnier gewonnen tatsächlich gegen die Kanadierin Stacey Fong im Finale von Calgary. Das muss man nach anderthalb Jahren Pause und Fuß im Gips erstmal machen, ohne genau, dass danach der Fuß wieder im Gips ist vor allen Dingen. Der Fuß war jetzt nicht, ein Kreuzband hat es glaube ich gerissen gehabt, nur Knieprobleme, aber egal, das war ja symbolisch gemeint von dir. Und nach so langer Zeit, jetzt drücken wir auch da die Daumen, dass das jetzt vorbei ist mit Verletzungen, dass er so motiviert ist, dass er jetzt weiter nach oben geht. Sabine Lisicki, auch irgendwo ein Top der Woche, irgendwo Sportlerin der Woche, ne? Ja. Und wenn wir bei Siegern sind, sind wir wie bei den Verlierern. Und Siegern gleichzeitig, also FC Bayern. Ja, mal so ein bisschen FC Bayern. Wie Verlierer, was reden die denn für einen Scheiß? Naja, aber es gibt ja auch noch andere Abteilungen. Es gibt ja andere Sportarten, nicht nur Fußball, gibt es ja auch Basketball und da haben die schon wieder verloren. Also ich weiß nicht, was da los ist. Als großer Favorit gestartet. Ah, die haben den besten Kader aller Zeiten. Im deutschen Dreamteam sozusagen. Im deutschen Dreamteam haben dann diesen NBA-Kollegen Ibaka noch geholt und alle haben gesagt, boah, die hauen alles in Grund und Boden. Aber naja, haben dann in Bonn verloren. 7 Spielen, 3 Niederlagen ist jetzt nicht so Bayern-like, ne? Ist ein bisschen besser als unter 500, sage ich mal. Ja, Platz 8 sind sie im Moment. Oben wieder, für den einen oder anderen ein bisschen überraschend, wieder der deutsche Meister Ulm nach den Abgängen. Und Trainerwechsel gibt es auch in der BBL, nicht nur in der DEL und nicht nur in der Fußball-Bundesliga, sondern auch in der BBL, denn da haben sie auch den letzten erwischt. Coach Markovic ist gefeuert worden in Crailsheim. Und die haben sich jetzt einen Finnen geholt. Ja. Weil ein Finne steht für Erfolg. Ja, vor allen Dingen im Basketball. Vor allem im Basketball, genau. Denn, aber immerhin, letztes Jahr, Iserlo war in Bonn, ist Finne und wurde mit Bonn Champions League-Sieger. Aber ob das einfach so zu transferieren ist, so eine Schablone drauf, ah, da ist ein Finne, den nehmen wir mal, jetzt werden wir auch irgendwie Meister. Ob das funktioniert, Wer weiß. Aber die deutschen Damen spielten auch am Wochenende Basketball. Und ja, zwar nicht der FC Bayern, sondern die Nationalmannschaft. Genau, die hatten EM-Quali. Haben, wie sagt man so schön, der Franzose würde sagen, Blowout-Sieg. Ich erkläre dir nachher im Lehrerzimmer mal den Unterschied. In Prag gegen Tschechien. Und dann haben sie Sonntag verloren in Hamburg vor voller Halle oder in voller Halle gegen die Italienerin, die allerdings auch 10 Plätze höher sind in der Weltrangliste. Und dann haben wir eigentlich überlegt, Patrick und ich, dass wir uns das mal angucken und auch analysieren. Aber irgendwie kamen wir auf die Idee, es kann noch viel besser eine Nationalspielerin, die dabei war, die in Saragossa lebt und letztes Jahr sogar in der spanischen Liga, die richtig gut ist, MVP war. Und hier ist die Analyse von Leonie Fiebig. So, Leonie, du warst dabei am Wochenende beim sogenannten Länderspielfenster mit der deutschen Nationalmannschaft. Dann hätte ich ja gerne von unserer Nationalspielerin erstmal ein ganz normales Fazit. Also ich glaube, dass dieses Tschechien-Spiel, das erste, war total gut für uns, weil die nicht mit ihren besten Spielern aufgelaufen sind. Und es war für uns einfach ein bisschen
wie so ein Testspiel zum Reinkommen, was funktioniert, welche Lineups auf dem Feld funktionieren zusammen, was wollen wir in der Defense machen. Das war ganz gut und dass wir dann letztendlich mit 40 Punkten gewonnen haben, ist natürlich super cool, aber war es für uns nicht so ausschlaggebend, sondern es war eher so einfach ein Test gegen jemand anderen als gegen uns selbst so. Und dann natürlich das große Spiel jetzt am Sonntag gegen Italien, waren wir alle sehr, sehr, haben uns drauf gefreut, weil ausverkaufte Halle in Hamburg, viele kleine Mädels da. Ja, das erste Mal einfach in einer richtig coolen Halle für uns mit vielen Fans, mit der Nationalmannschaft. Und gegen ein richtig gutes Team, gegen ein sehr eingespieltes Team, sehr dynamisch und physisches Team, was wir ja eigentlich auch sind. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Ja, und dann sind wir leider irgendwie schlecht gestartet, haben schlechte Würfe genommen. Unsere Wurfquote war katastrophal. Wir hatten Abstimmungsschwierigkeiten in der Defense, auch in der Offense. Und ich glaube, man hat einfach ein bisschen gemerkt, dass das nicht so einfach ist, zwei neue Spielerinnen zu integrieren in ein gut funktionierendes Team innerhalb von so kurzer Zeit. Dass das geht gegen einen schlechten Gegner, aber gegen einen guten Gegner, ja, wurden uns einfach die Grenzen aufgezeigt. Wie haben sich denn die beiden Sabalier-Schwestern reingefunden in das Team? Es ist natürlich nicht so einfach. Wir sind vom Sommer alle richtig eng zusammengewachsen als Team. Wir haben den erfolgreichen 6. Platz haben wir belegt, weil wir so gute Teamchemie hatten und weil wir so gut miteinander klargekommen sind. Das ist natürlich nicht einfach, jetzt zwei so Spielerinnen da zu integrieren, die so gerade mit Satu eine sehr große Persönlichkeit ist, sehr einnehmend, sehr dominant auf dem Feld und abseits vom Feld. Mit Niara habe ich ja in der Jugend schon zusammengespielt, also wir kennen uns schon, das war ein bisschen einfacher. Ja, und das ist halt, also die Frage kommt dann mal, wie läuft das mit denen? Und für mich ist das einfach ein Prozess. Also das funktioniert ja jetzt nicht innerhalb von diesen 8 Tagen, die wir jetzt zusammen waren, sondern das ist ein Prozess, der über die nächsten Jahre stattfindet, sowohl auf dem Feld als auch abseits vom Feld. Und wenn da die beiden invested sind in unsere Teamchemie, dann sollte das eigentlich in der nächsten Zeit gut laufen. Hilft das denn für die Wertschätzung des Frauenbasketballs, dass denn solche Spielerinnen bei euch sind? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, also wir haben jetzt am Sonntag mit Abstand also die besten deutschen Spielerinnen also auf dem Feld gehabt und das ist ja das Ziel der Nationalmannschaft, ne? Dass alle Leute kommen, also spielen wollen und dass wir dann auch alle gesund sind und alle zusammen auf dem Feld stehen. Das war das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass das der Fall war. Und natürlich, das hilft, das pusht. Und das soll das Ziel sein für die nächsten 2 Jahre. Spürst du, außer jetzt eine volle Halle in Hamburg, eine Entwicklung? Ja, ist schwierig. Also ist es innerhalb von 5 Monaten ist natürlich jetzt kann nicht so viel passieren, sage ich mal. Außerdem bin ich die ganze Zeit im Ausland. Für mich, was sich ja ändern muss, ist die Situation in Deutschland, in der deutschen Liga. Das hat ganz viel Anteil daran, an der Zukunft des deutschen Basketballs für mich, wie sich unsere Jugendspielerinnen entwickeln, damit die nicht alle zum College rennen und dann nicht mehr für uns available sind, wenn wir sie brauchen in diesen Fenstern. Und ich glaube, also ich habe jetzt mit Alex Wilke und so, die auch in Deutschland spielt, gesprochen über die Situation in Deutschland und die meinte, dass sich da eigentlich wenig tut. Ich weiß nicht, ich kann jetzt so von außen eigentlich keine große Entwicklung feststellen. Man merkt schon, dass mehr Hype da ist, dass Leute interessiert sind, wie jetzt auch, wir hatten fast 4000 Leute in der Halle, das ist natürlich schon sehr, sehr cool, auch die kleinen Mädels da überall zu sehen, aber mehr kann ich jetzt gerade noch nicht feststellen. Hast du denn für dich was gemerkt? Ich meine, du bist immerhin MVP in der spanischen Liga gewesen, du hast den Pokal geholt, du spielst Euroleague, du machst ja was in Spanien, keine schlechte Liga. Hast du denn gemerkt, auch nach der EM, dass die Leute sich mehr für dich interessieren? Ich muss ehrlich sagen, dass ich einen krassen Support von den Spaniern hier habe. Die sind sehr, sehr supportive, also die sind bei jedem Spiel irgendwie dabei und ständig, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, will irgendjemand was von mir, Foto und hier und da und schreiben mich ständig auf Instagram. Also von den Spaniern kriege ich ganz, ganz viel Support und irgendwie Fanliebe. Von den Deutschen eigentlich fast nicht, ne. Auch nicht von den Medien? Nee, wenig, wenig.
wundert mich. Ich dachte irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, tatsächlich nach dieser sehr schönen EM, dann die Savoy-Schwestern, die irgendwie auftauchen, du überragend bist, Marie Gülich ist ja auch nicht die schlechteste, auch in Spanien, soweit ich das weiß. Dann kriegt man mit, dass die WM nach Deutschland kommt, 2026, die Frauen-WM. Das sind ja alles so kleine Puzzlestücke, wo man denkt, hey, mit dem Frauenbasketball in Deutschland geht's aufwärts. Na, doch. Also es gibt schon einen Aufwärtstrend, aber ich glaube, man kann halt einfach nicht innerhalb jetzt, man kann keine Zeitgrenze setzen und nicht innerhalb von irgendwie 6 Monaten erwarten, dass sich jetzt alles ändert. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Da spielen so viele Sachen mit rein, vom Verband, von der Liga etc. Und natürlich gab es so einen kleinen Hype nach der EM. Da gab es mehr Interviews und so weiter, aber das ist halt auch direkt verflogen. Dann kamen die Männer, dann haben die natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, was ja auch absolut verständlich ist, haben sie sich auch verdient. Und jetzt ist es halt so ein, ja, jetzt ist halt erstmal Spotlight auf die Sabali-Geschwister, ne? Also die nehmen gerade sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit ein. Und das ist auch so ein bisschen jetzt die Woche. Natürlich, wir wollen, dass die hier sind und dass sie auch gezeigt werden und dass sie, ne? Manchmal bin ich so ein bisschen, die letzten 5 Jahre, die letzten 3 Jahre, waren alle die Leute, die jetzt in dem Team auch sind, haben sich den Hintern aufgerissen, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind und nicht die Sabali-Geschwister. Und das wird gerade so ein bisschen vergessen, ne? Also wir, das Team ohne die Sabali-Geschwister, haben im Sommer extrem gut performt, überperformt und uns dahin gebracht, wo wir jetzt stehen, damit wir im Februar uns vielleicht für Olympia qualifizieren. Und das ist so ein bisschen schade, das wird jetzt komplett das wird gar nicht so angesehen. Also das ist jetzt alles auf Sabali und die sind toll und die sind jetzt bei uns und die Superstars, aber der Rest, das ganze Team von Mann 1 bis 12, wir haben echt was erreicht und das finde ich ein bisschen schade, dass jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Nächstes Ziel, Februar, geht's mal kurz nach Brasilien, nach Belém. Olympia-Qualifikation. Hast du manchmal so den Traum schon, Paris, das wäre schon cool. Ich meine, mit Serbien und Australien ist es auch nicht so ganz leicht in der Gruppe. Ja, das wird schwer. Also ich erwische mich ja immer selber dabei, wenn ich mir so denke, boah, also mein Ziel war Olympia 28, weil das war eigentlich eher so mit dem Plan, mit den Leuten, die wir jetzt hochbringen und so. Und dass das jetzt plötzlich so nah ist, ist schon ja krass. Und wenn ich jetzt auch dran denke, ich kriege direkt Gänsehaut. Aber ich muss mich immer wieder zurückhalten, weil Fokus auf Februar, mich schon zu weit nach vorne denken, Step by Step. Erstmal jetzt fokussieren auf die Spiele. Und ich fange auch jetzt schon an, die Spielerinnen zu gucken, wie die spielen, Australien, Serbien, die müssen wir schlagen. Einfach, dass wir uns alle sehr, sehr gut darauf vorbereiten und auch mental einfach bereit sind. Ich glaube, das ist physisch die eine Sache, dahin zu reisen mit Jetlag und dem Klima da und so. Aber andererseits so mental, glaube ich, müssen wir so klar sein, dass wir da echt einfach gut spielen und Siege holen. Die Nationalspielerin Leonie Fiebig hat ein besseres Fazit gezogen, als wir beiden das je könnten. Und sie hat auch mehr gesprochen. Wir haben ein längeres Interview geführt, das ihr natürlich gerne anhören könnt und sollt und müsst. In den Shownotes dieser Folge könnt ihr das finden. Sympathisches Mädel, aktiv in Saragossa in Spanien. Und man hat so auch ein bisschen so zwischen den Zeilen auch so ein bisschen auch Kritik gehört, ne? Und wir sind ja auch dafür da, auch mal den Zeigefinger zu heben. Und wir hatten ja letzte Woche, da, ich sehe es, gut, dass wir keinen Vodcast haben, nur einen Podcast, der Patrick hat einen hässlichen Finger, den er gerade gezeigt hat. Es war der Zeigefinger. Und wir hatten ja letzte Woche Patrick Beckert, den besten deutschen Eisschnellläufer da, der hat uns ja so einen Einblick gegeben auf die neue Weltcup-Saison. Er war übrigens am Wochenende in Japan Sechster und natürlich wieder, auch nach langer Pause, der beste Deutsche, klar. Wieder Top-Platzierung. Und ich hatte mit ihm auch gesprochen, wie das denn so aussieht für einen, der 10 Jahre Top-Leistungen bringt im Weltcup. 10 Jahre Weltspitze. Wie ist es denn eigentlich so mit der Wertschätzung? Du stöhnst, verstöhnst du? Ja, Wertschätzung ist so ein Thema, ne? Gerade bei Sportlern, ne? Mhm. Bist du Erster, wirst du durch die Stadt getragen, bist du Zweiter, pfeifen sie dich aus, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Oder? Aber mal sehen, was der Patrick dazu sagt. Der andere Patrick. Hört mal genau hin. Ja, das ist interessant. Du hast 3 WM-Medaillen gesammelt, du warst 4-mal bei Olympia, du hältst die deutschen Rekorde. Fehlt dir ein bisschen die Wertschätzung?
ich muss sagen, teilweise, was jetzt die Medien angeht, ja. Also es war dann auch, vor allem jetzt auch nach meiner Verletzung, als ich da mal so ein bisschen Revue passieren konnte, und mir aufgefallen ist, dass ich wirklich ein ganzes Jahrzehnt lang, wirklich, also von 2012, glaube ich, oder 13, ich glaube von 2012 war es, bei jeder Weltmeisterschaft und bei allen Olympischen Spielen mindestens immer in die Top 8 gelaufen bin. Also ich denke, es gibt nicht viele Athleten, die das geschafft haben und dann auch dazu dann, ich glaube, insgesamt 12 deutsche Rekorde aufgestellt und etliche Meisterschaftsrekorde und so weiter. Irgendwann hatte ich das Gefühl, das ist so selbstverständlich. Ja, das war dann einfach nur so, ja, wenn es ein 5. oder 6. Platz war, nur 5., nur 6. Platz oder ein 8. Platz, nur 8. Platz, wo ich mir immer denke, man darf nicht vergessen, die laufen ja gegen die Besten der Welt. Ja, es ist nicht so, dass ich irgendwie da bei irgendeinem Vereinswettkampf mitmache oder bei irgendeiner Fitness-Challenge, sondern ich messe mich Woche für Woche mit den besten Sportlern, Erstellern der Welt. Die, auch dort probiert jeder von denen Tag für Tag das Beste aus sich herauszuholen und besser zu sein als die anderen. Und das heißt, dann so eine Leistung zu erbringen, ist eigentlich schon was sehr Großes und vor allem über auch so einen langen Zeitraum. Es gibt immer wieder Sportler mal, die für 1-2 Jahre kommen, richtig gut sind und dann verschwinden und dann sogar aufhören oder hinten auf Platz 20-30 rumlaufen. Mein Anspruch war es immer, dass ich so lange weitermachen möchte, wie ich mein Level, das ich mir antrainiert habe, auch halten kann. Das heißt, wenn ich es dann natürlich geschafft habe, Medaillen zu gewinnen, möchte ich auch im Jahr drauf dann wieder in der Lage sein, Medaillen zu gewinnen international. Ob es dann klappt, ist was anderes, weil es halt nur 3 sein können, aber dass ich auf so einem hohen Level bin, dass ich es erreichen kann, wenn an den Tag das Quäntchen Glück dazu passt und ich einen super Lauf habe. Und deswegen hat mir schon, muss ich sagen, in den Medien, auch wie es dargestellt wird, auch wie es teilweise kommentiert wird auf ARD, ZDF, ja, fand ich manchmal sogar teilweise, ich will nicht sagen respektlos, aber schon, dass die Wertschätzung da gefehlt hat. Weil jeder, der mal auf Eis stand oder so oder allgemein Sport betrieben hat, weiß, dass nicht jeder Tag derselbe ist und weiß, wie schwer es auch ist, tagtäglich sich dazu quälen. Und wenn man dann Leistungssport macht und im Profibereich und sich mit den Besten der Welt misst, sollte man dementsprechend auch das im Hinterkopf haben. Und jedes Mal, wenn man sozusagen sagt, es ist nur ein 6. Platz, nur ein 8. Platz, ist es auch ein bisschen, finde ich, respektlos gegenüber diesen Sportlern, die vor mir waren. Ja, wenn ich nur Sechster bin und dann wird gesagt, nur 6. heißt das, dass die 5 vor mir, irgendwie ist das respektlos denen gegenüber, weil die trainieren jeden Tag extrem hart, um an diesem Tag vor mir zu sein. Und dann ist das, finde ich, immer ein bisschen grenzwertig. Aber ja, ist es jetzt nicht so, dass mich das dann ewig mal beschäftigt hat, weil ich wusste, wie das da läuft und hörte auch gar nicht groß hin, ehrlich gesagt, weil ich denke mir mal ganz ehrlich, zieht euch die Schlittschuhe an, stellt euch aufs Eis und dann können wir gerne mal gucken, wie ihr euch dann da schlagt. Und deswegen habe ich das eigentlich immer so, ja, mit einem Schmunzeln aufgenommen. Und aber ich sehe auch viele andere Athleten, dass sie das stört und dann auch teilweise trifft und dann auch teilweise beschäftigt. Aus dem Grund würde ich mir doch einfach wünschen, dass die Kommentatoren ein bisschen, ja, mehr Wertschätzung den Sportlern gegenüberbringen, weil das, weil ich glaube, sie wissen manchmal gar nicht, was das für eine Auswirkung und eine Reichweite auch hat, was sie dort von sich geben, wie sie dort über die Sportler reden, weil das wird sehr schnell übernommen. Ich finde, das ist ein interessantes Thema und Wertschätzung bekommen bei uns alle Sportler in der Sportstunde. Das kann ich euch versichern. Also Patrick Beckert, seit 10 Jahren Weltspitze. Da muss man einfach einen Hut vorziehen. Das ist eine überragende Leistung. Ja, da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Also wir feiern daher andere Leute immer wieder ab, die mal 3-4 Jahre irgendwo in der Weltspitze waren oder sind. Die verkaufen Milliarden von Trikots, weil sie durch die Straßen gefeiert werden. Und dann gibt es Leute, die in einer, in Anführungsstrichen, Rand- oder wie ich immer gern sage, Spartensportart, 10 Jahre lang relativ gut dabei sind, über die redet keiner. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Deswegen Thema Wertschätzung, das hatten wir auch beim Futsal letzte Woche. Das haben wir eben gehört, ein bisschen bei der Leonie Fiebig. Das sind alles Hochleistungssportler, die morgens um 5 aufstehen und nachts um 11 ins Bett gehen und zwischendurch arbeiten, zur Schule gehen, studieren, keine Ahnung was. Viele machen das nebenbei, müssen noch Sponsoren suchen, fliegen durch die Welt. Patrick Beckert, letzte Woche Japan, nächste Woche China.
Das muss man sich alles auch mal vorstellen. Also ich ziehe vor jedem Sportler, der da unterwegs ist, tatsächlich den Hut. Ja, es war egal, ob super erfolgreich, mäßig erfolgreich oder nur dabei sein. Die haben halt alle tiefsten Respekt verdient. Ja, aber wie es dann so ist, jetzt kommen wir doch zu Gewinnern, die was gewonnen haben. Und auch aber die eben auch, wie hast du, hat aber keiner. Du hast was schon gesagt im Spartensport halt. Und seitdem ich das gelesen habe, geht mir ein Bild nicht mehr aus dem Kopf. Da guckst du. Ich sehe bei offiziellen Anlässen, wenn ich die Tagesschau gucke, Annalena Baerbock die ganze Zeit hüpfen. Ja. Ja, tut mir leid. Ich sehe dann die Mikros und dann sehe ich mal bing, bing. Unsere Sportler der Woche hüpfen öfters. Denn das sind, und das werde ich Sie auch noch fragen, weil ich werde Sie im Interview haben, Trampolinspringer. Trampolinspringer im Duett, im Duo. Sie sind nämlich Weltmeister geworden im Synchron-Trampolinspringen. Fabian Vogel, einer davon. Matthias Pleiderer, genau. Andere. Und die haben die Woche sich durch die Gegend trampoliert, sozusagen. Die Trampeltiere. Ich werde sie fragen, wie man Trampolinspringer normal denn er nennt. Die Trampolinos, die Trampolinistis. Trampolino hört sich an wie ein Kinderspielplatz. Ja, genau. Sprechen wir demnächst drüber, hier in der Sportstunde auf jeden Fall. Aber die es nicht wissen, Annalena Baerbock hat in der Jugend ist die Trampolin gesprungen? Hat die Trampolin gesprungen? Ist die Trampolin gesprungen? Oder ist die Trampolina relativ erfolgreich? Ja, die war in der Jugend auch dritte der deutschen Meister, ja. Keine Ahnung. Und die war schon gut. Und deswegen, auch du wirst demnächst, wenn du die Tagesschau guckst, wirst du grinsend sitzen, wenn du vor einem Mikro unsere Außenministerin siehst. Ich schwöre dir das. Bing, bing. Aber schön, und das sind wir wieder auch bei Wertschätzung, die Jungs hast du angeschrieben. Und die haben gesagt, klar, machen wir ein Interview für die Sportstunde, freue ich mich drauf. Ja, aber nun Zeit vom Trampolin, um ein bisschen in die Kultur zu hüpfen. Denn wir hatten angekündigt, dass wir auch ein bisschen Boulevard, wie du auf Italienisch zu dir, ja, von dir gabst, Boulevard, ja. Reden werden. Ja. Denn es gibt ja tatsächlich auch Film- und Fernsehformate, die sich mit Sport beschäftigen. Genau. Und jetzt ab diesem Wochenende läuft auf RTL Plus die TV-Serie Gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern. Da geht es um den FC Bayern München, Fußballabteilung natürlich zwischen den Jahren 1965 und 1974. Das war so die Anfangsjahre, die sind, glaube ich, in die Bundesliga aufgestiegen. Vorher war 60 München die Mannschaft Top Nummer 1, genau. in Bavaria, wie der Franzose sagt. Und das haben sich dann Filmemacher zu eigen genommen und da muss man eine Serie rausmachen. Und das ist tatsächlich eine Schauspielserie, also gespielt mit Schauspielern, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Unterbrochen ein bisschen von Dokumentarspielszenen von früher, richtig gut. Und da geht es um Müller, Hoeneß, Beckenbauer und Co. Und auch um Robert Schwan. Robert Schwan war eigentlich, wenn man so will, der erste Manager in der Fußball-Bundesliga. Der Vorläufer vieler anderen. Und er war später auch der Manager dann nur von Franz Beckenbauer, soweit ich weiß. Und diesen Robert Schwan spielt Maximilian Brückner. Maximilian Brückner ist uns allen bekannt. Der war der saarländische Kommissar im Tatort. Der war in unzähligen Krimiserien Täter, Opfer, Leiche, Kommissar, keine Ahnung. Der war vor allen Dingen sehr stark in der Wannsee-Konferenz. Also ein überragender Schauspieler. Und der hat jetzt Robert Schwan gespielt in Gute Freunde. Und auch das ist ein Thema in der Sportstunde. Denn gute Freunde sind wir auch alle. Und da haben wir mal Maximilian Brückner mal gefragt, wie er so die Rolle von Robert Schwan angenommen hat. Ich freue mich auf Maximilian Brückner. Max, hallo oder Servus, sagt man doch, oder? Hey, Servus. Ja, hey, Olli, vielen Servus. Dank für die Einladung. Was ist deine Beziehung zum Fußball?
Eigentlich ist meine Beziehung, dass ich keine Beziehung zum Fußball habe. Ich habe es leidlich mal probiert, als ich klein war. Wollte halt dann im Sturm spielen und habe bei uns der SC Sölhuben und dann, nee, du spielst hinten die Abwehr. Ich war sehr schnell, auch sehr klein. Deswegen war ich auch so schnell. Ich musste halt schnell sein, sonst bekam ich immer in der Schule einen aufs Maul und deswegen war ich halt irgendwann der Schnellste. Und dann wollte ich immer vorne spielen und dann haben die mich nicht gelassen. Und dann kamen neue, nee, die spielen vorne. Und irgendwann war ich so sauer, dass ich während dem Spielen den Ball genommen habe, ins eigene Tor geschossen. Und da bin ich von der Bühne. Also ein ganz fulminanter Einstieg ins Fußball. Der Trainer hat mir das heute noch nicht verziehen. Warst du denn als Kind irgendwie Fußballfan? Du bist in München geboren. War der FC Bayern für dich Thema oder hast du gar kein Interesse für Fußball? Also ich hoffe, da ist jetzt keiner sauer, der zuhört, aber ich hatte das nie. Ich hatte aber auch kein Talent für Bälle. Aber das liegt in der Familie. Meine Brüder sind genauso bescheuert wie ich. Also einer ist ein Fan. Und der andere ist so ein bisschen geworden, aber jetzt nicht so ultramäßig, sondern einfach so ein bisschen normal. Aber mich hat es nie so, ich bin, glaube ich, auch nicht so der Mannschaftstyp. Also ich fahre gern Ski oder so Sachen, wo ich halt selbst verantwortlich bin. Ich mochte es nie, dass ich beim Fußball dastehe und dann kommt einer überambitioniert und grätscht mir bei irgendeinem Blödsinnspiel, das überhaupt kein Ding hat, meine Kniescheibe raus. Dafür hatte ich ein Verständnis. Da war ich dann wirklich, also das muss ich echt so gnadenlos sagen. Da, wenn einer kam, ich habe gemerkt, dann habe ich gesagt, dann nimm den Ball und hab Spaß damit. Ich laufe gerne und spiele gerne und mache das, aber ich kenne so viele Freunde in meinem Alter, die haben alle kaputte Knie. Ich will jetzt Fußball gar nicht schlecht reden. Ich finde es einen tollen Sport und ich verstehe auch komplett den Reiz. Und gerade wenn so große Spiele sind wie EM, oder EM, dann gucke ich das wahnsinnig gerne auch. Oder jetzt einfach spannende Spiele. Aber ich kann da einen Schritt zurücktreten. Nee, das muss es nicht sein. Gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern. Du hast ja wahrscheinlich jetzt auf Lebenszeit ein Serienprofil. Gut, Robert Schwan, den du da spielst, lebt leider nicht mehr. Aber da gibt es bestimmt noch andere, die du dann machen kannst. Ja. Also der FC Bayern hat immer Themen. Und bevor ich das alles erzähle, ja. Nimm uns mal mit, um was geht's? Das Aufstieg des FC Bayern, also tatsächlich Mitte der 60er geht's, glaube ich, los. Ja, das ist ja, ich meine, ich wusste es ja selber, ich kenne mich da ja nicht so aus. Da waren ja die 60er, waren die Großen und die FC Bayern waren die Underdogs. Dann hat der Neudecker und Robert Schwan, Neudecker war ein sehr, sehr reicher, ich glaube, aus Straubing, ein Unternehmer, die haben das interimsmäßig geführt, weil der vorige Präsident irgendwie Schwierigkeiten mit Kohle hatte. Und dann haben die das so ein Jahr oder zwei Jahre übernommen. Und das waren halt einfach Bazin. Also man muss auch sagen, der Hoeneß hat ganz sehr viel vom Schwan gelernt. Und der Schwan hat diesen Fußball verkauft. Also auch, wie man aus Leute, der Beckenbauer, der diese Knorr-Werbung und dieses Ganze, der hat aus den Stars gemacht. Er hat gesagt, also der hat wirklich den Fußball so ein bisschen aus der Steinzeit in die Neuzeit geführt. Mhm. Ich kannte den Typen nicht. Lustigerweise, meine Mutter kannte den, weil das war der Nachbar von damals. Und krasse Typen. Und da ist halt der Aufstieg, wie sie dann langsam die 60er schlagen, wie sie immer besser werden, auch immer wieder verlieren. Und diese ganzen Persönlichkeiten, das waren ja Hammertypen. Also Müller, Meier, der Beckenbauer, der Hoeneß. Und da geht es halt um den Aufstieg. Und diese zwei Figuren, die kannten die ja nicht, Schwan und Neudecker. Und das sind halt Asterix und Obelix, die da versuchen, dieses Ding aufzumischen und auch den anderen Präsidenten nicht mehr ranlassen. Also, und es ist unglaublich unterhaltsam. Das ist richtig gut geworden. Man hat so richtig Spaß. Also man hat das Gefühl, man kann das mit allen gucken. Mein Bruder hat es geguckt, der ein Fan ist. Der ist komplett ausgeflippt. Und ich muss auch sagen, es ist super gemacht. Auch die schneiden halt so alte Filmmaterial rein. Das hat so einen Flow. Das macht so Spaß zu gucken. Da kriegt man so richtig Lust auf Fußball. Und das ist ganz selten, weil ich meine, das ist ja schon sehr abgedroschen und jeder versucht natürlich irgendwie auf Fußball raufzuhüpfen, weil es halt viele Leute gibt. Aber ich finde, das hat sehr viel Herz, das hat Spaß und es hat Geschwindigkeit und es ist durch diese Mischung, also wenn du dann diese Dokumentationssachen drin hast, dann ist das halt echt geil, weil du gesehen hast, was da alles passiert ist. Und es macht total Spaß und die Figur ist halt super. Das ist halt, man kann ihn so ein bisschen wie Richelieu, würde ich den nennen. Der Richelieu bei den Musketieren, der hinten die Strippen zieht und die Kohle macht. Und der Neudecker ist der Typ, der mit dem Dampfhammer immer rum und immer die ganze Zeit rumbrüllt. Und wir zwei, das ist der Michi Grimm, der den Neudecker spielt. Und wir sind echt, also ich finde, wir funktionieren wahnsinnig gut als Team. Man hat auch, also jetzt ohne Dinge, aber man freut sich schon immer, wenn diese zwei Deppen da wieder kommen. Weil die halt nur kacke bauen, überheblich sind, frech, aber auch klug. Und
Das macht so Bock und es ist ganz bescheuert. Ich weiß, wenn ich das jetzt über mich selbst sage, aber es bin ja nicht ich, aber man hat an diesen zwei Figuren total Spaß dran. Also man freut sich wirklich immer, wenn diese Pfeifen da auftauchen. Er war weniger hemdsärmlich, mehr Seidentuch, ne? Ja, ganz schick, super schick, immer teuer, gute Autos, der hatte richtig Geschmack. Der wollte ja auch richtig leben. Der sagt ja dann auch irgendwie, er hat irgendwie ein Scheißhaus mit fünf anderen teilen müssen als Kind. Das will er nie mehr zurück. Ja. Hast du durch diese Serie wieder oder mehr Lust auf Fußball bekommen? Das ist schon irgendwie auch eine Faszination, dieses Ding mit dem runden Leder. Ja, es ist total. Ich meine, es ist ja, weißt du, ich merke es ja bei meinen Kindern, oder ich merke selber, die spielen Ball her und dann spielt man an dem Ball rum. Das ist wie eine Sucht, also wie eine hypnotisch. Das ist unglaublich. Und ich fand, also ich meine, gerade solche großen Dramen wie jetzt beim FC Bayern, die sind natürlich Gold. Also das ist doch traumhaft. Und das sieht man doch gerne. Also und ich finde, also ich kriege da einen anderen Zugang auf alle Fälle wieder. Also es hat schon was verändert und mich interessiert es dann auch mehr. Aber auch speziell jetzt der FC Bayern, weil wir halt die Serie da haben. Wenn du jetzt aussuchen dürftest, wen würdest du mal spielen wollen aus dem Fußballbereich? Gibt es da noch jemanden, wo du sagst, ihr Sepp Blatter, der alte FIFA-Chef, der sich so die Millionen in die Tasche gesteckt hat vielleicht, oder dieses, ja, also das, da kann jetzt in dieser Rolle als gescheiterter Vorstand. Also diese Sachen, weißt du, was das Tolle ist, ja, diese Sachen, da baut ja unsere Fantasie so viel auf. Also Sachen, wo jeder jeden Tag rätselt am Stammtisch und wo auch immer, wo die Leute rätseln, was da abging. Und darüber einen guten Film zu machen, ich glaube, das ist hochinteressant. Da einzutauchen, wo die Kohle hinläuft, wer mit wem, warum und wer raus ist, wer drin ist, wer darf noch, wer steht in Löchern, wer sägt wen ab. Das interessiert einen, glaube ich, total. Das ist wie im alten Rom. Als gebürtiger Münchner und nachdem ihr das jetzt abgedreht habt über den FC Bayern, bist du jetzt ein bisschen FC Bayern-Fan geworden? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, war ich immer schon ein bisschen. Jetzt kommt er raus. Also ich merke es halt so, welche Spiele, wo man dann hinhält, ist es natürlich irgendwie so da. Ich weiß nicht warum. Ich kapiere es selber nicht. Weil das ist halt Fußball. Man kann nicht aus, auch wenn man es versucht. Irgendwie merke ich, dass ich dann doch immer zu denen irgendwie halte. FC Bayern war halt immer irgendwie interessant. Kannst nicht anders sagen. Aber mir gefällt, wie du sagst, eher die Hintergrundsachen. Also der Streit finde ich viel interessanter als das Spiel an sich manchmal. Danke für deine Zeit heute, dass wir mal mit dir über Fußball geredet haben. Wir gucken auch alle. Und das Wichtigste, bleib gesund. Das ist du auch. Und Servus. Gute, danke. Gute Freunde. Kann niemand trennen. Ja, was weiß ich nicht. Das heißt, gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern. Jetzt ab Wochenende 5 oder 6 Folgen sind es. Ich zieh's mir rein und... Er hat ja Geschmack gemacht, ne? Der Maximilian Brückner. Ne? Ja, vielleicht spielt er ja auch mal irgendwas anderes. Also ich meine, die Größe, um Messi zu spielen, hätte er. Als Schauspieler oder körperlich weiß ich jetzt gar körperlich nicht. Körperlich irgendwas, aber um die 1,70. Ja, aber ich glaube, Brückner ist ja, weiß ich gar nicht, ob der Größe. Aber egal, aber Messi könnte doch spielen, ja. Wie kommst du jetzt auf Messi? Ja, Fußball, Weltfußball. Und der Messi hatte ja auch mal sein Debüt für den FC Barcelona, da war 16, das war ungefähr jetzt im Jahr 2003, da hat er für den FC Barcelona gegen den FC Porto das erste Mal ja, debütiert, wie die Franzosen sagen. Und seitdem treibt es ihn durch die ganze Welt, also ich meine, primär mit dem FC Barcelona, aber mittlerweile in Miami. Der hat ja auch ein paar Pokale gewonnen und auch ein paar Mal gegen den FC Bayern gespielt. Pokal und FC Bayern, das passt ja irgendwie zusammen, vor allen Dingen seit ein paar Wochen. Ne? Denn die Bayern sind ja, wir wissen es, rausgeflogen. Kannst du mal gegen, aber sagen, gegen wen? Gegen den ersten FC Saarbrücken. Unweit der französischen Grenze. Warum sagen wir das? Französische Grenze übrigens, Frankreich, ne? Auch wichtig. Ja. Jetzt lassen wir mal den Sport, jetzt machen wir ein bisschen Geografie, nachdem wir auch schon Kultur hatten und Geschichte ein bisschen. München, Saarbrücken sind ungefähr von der Säbener Straße bis zum Ludwigsparkstadion 450 Kilometer. Dann gibt es die französische Stadt Thionville. Die liegt knappe 100 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Die haben ein Fußballteam, das weiß ich. Ja. Fünfte Liga. Ja.
Fünfte Liga, das weißt du. Warum erzähle ich das? Was hat das denn alles mit zu tun? Die einen fahren für ein Pokalspiel 450 Kilometer und beschweren sich, das ist alles so weit. Der Fünftligist vom US Thionville, die fahren für ein Pokalspiel im Fußball 16.315 Kilometer. Das heißt, rein rechnerisch, zweimal zum Erdkern und zurück. Ja, so ist das. Es ist ja die siebte Pokalrunde und die spielen in Jengene. Das ist das die Hauptstadt von Neukaledonien? Weiß ich jetzt ja. Gar nicht. Da kenne ich mich nicht so aus. Ja, ne? Sie fuhren also diese Woche mit dem TGV von Thionville nach Paris. 16 Feldspieler, 2 Torhüter. Und dann sind sie mit dem Flugzeug geflogen nach Singapur und weiter dann nach Noumea, Neukaledonien. Genau, dort waren dann nach 25 Flugstunden, wie oft kannst du da hin und her fliegen von München nach Saarbrücken? Weiß ich jetzt nicht, 25 Mal wahrscheinlich. Wahrscheinlich mehr als 25 Mal. Schöne 30 Grad. Und das hätte nicht nur da hingehen können, die hätten auch nach Guadeloupe oder nach Martinique oder nach Tahiti fliegen können im Pokal. Aber ist übrigens noch nicht Weltrekord. Es gab mal einen Club, FC Trédissac, der fuhr nach Neukaledonien über 17.000 Kilometer, also kein Weltrekord. Was übrigens, und damit schlage ich jetzt die Brücke zum der letzten Ausgabe der Sportstunde, auch tatsächlich einer der Gründe ist, warum die Surfwettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris nicht in Frankreich stattfinden, sondern in Tahiti, wie uns der Leon ja gesagt hat. Genau, und jetzt wissen wir, wenn du in Paris bist und eben mal zum Surfen willst, fliegst du einfach mal 25 Stunden, um den Wettbewerb anzugucken. Ne? Also, Thionville spielt jetzt am Samstag gegen Jengene. Ich weiß nicht, wie das ist. Das war übrigens 2019 der ozeanische Champions-League-Sieger. Also, und waren auch bei der Club-WM damals dabei. Also so schlecht sind sie vielleicht nicht. Aber leider können sie jetzt nicht da bleiben und sich einen Sonnenbrand holen, denn die müssen direkt wieder zurück. Denn am Mittwoch dann oder irgendwann in der Woche spielen sie dann im Pokal. Nee, die haben ein normales Ligaspiel beim der zweiten Mannschaft des ES Troyes. Und das sind 250 Kilometer. Da können sie ja zu Fuß gehen. Ich finde das so eine schöne Geschichte. 17.000 Kilometer für ein Pokalspiel. Ja, aber krass. Stell dir nur vor, jetzt kommen wir zu einem History-Teil. Oh, Geschichte. Es ist 1940. Du fährst. Okay. Zu den meisten Auswärtsspielen mit dem Bus, vielleicht mit der Bahn. Und dann kommt eine Mannschaft aus Wisconsin um die Ecke und sagt, wir haben 5 Auswärtsspiele, deswegen fliegen wir zu dem Mittleren nach New York und sind das erste Profisportteam der Welt, was mit einem Flugzeug zum Auswärtsspiel geflogen ist. Allerdings hört sich das wirklich luxuriös an, als es wirklich war. 1940? Hm? Ja, 1940 fuhr man nämlich erst dann von Green Bay nach Chicago mit dem Bus oder der Bahn. Also hin mit dem Bus, zurück mit der Bahn. Flog dann von Chicago nach auf den New York City Municipal Airport, heute LaGuardia Airport, mit einer DC-10. Und zwar war da das komplette Footballteam, die Trainer, Journalisten und alles, was dazu so ein Team gehört, in diesem Flieger. Der Flieger wurde sogar extra lackiert von United Airlines als Green Bay Packer Football Special. Und es gab extra Essen an Bord. Das war nämlich auch nicht normal. Und deswegen, die Green Bay Packers sind das erste Profi-Football-Team oder Profi-Sport-Team, was zu Auswärtsspielen geflogen ist, weil es einmal 5 Auswärtsspiele in Folge hatte und einfach keinen Bock hatte, nach New York zu fahren, weil die anderen Auswärtsspiele waren in Detroit, Chicago und Minnesota. Was tatsächlich um die Ecke ist. Stell dir mal vor, es wäre kein Flugzeug. Es gäbe es nicht. Wie wären dann die American Football Teams aus der NFL nach Frankfurt gekommen? Mit dem Boot. So wie damals zur ersten Fußball-WM in Uruguay. Ja. Aber da fällt mir doch ein, deine Hausaufgabe war doch, du wolltest doch vom zweiten Spiel der Frankfurt Games Stimmungen und Stippen mitbringen. Ja. Kann ich die jetzt bitte mal hören? Ja, warte, ich muss mal kurz das Toiletten. sitzt auf mal. Nein, da hat es mir den Magen umgedreht und ich konnte nicht
zum NFL-Spiel und habe es mir zwischen Toilette und Couch im Fernsehen angucken dürfen. Schade. Dann sitzt Taylor Swift jetzt immer noch im Frankfurter Stadion und wartet auf dich für das versprochene Interview. Ja, die war ja nicht da. Die hat ja in Argentinien ein Konzert gegeben und da ihr Lied umgetextet für Travis Kelce. Ach so. Schade, dass du da nicht da sein konntest. Und die Frankfurt Games sind jetzt durch und demnächst spielt er ganz normal die Eintracht aus Frankfurt im Deutsche Bank Park. Ja, vielleicht nehmen ja die nächsten Teams die Fahrräder nach Frankfurt. Ist das eine Überleitung? Ey? Ja, weil querfeldein müssen sie auch fahren. Ja. Es gab, ich kenne das noch früher, Querfeldeinrennen. Da habe ich echt viel geguckt. Da sind ja, da war mein Idol, du wirst ihn auch noch kennen, Klaus-Peter Thaler. Ich fand das faszinierend. Die sind ja da mit einem Rennrad. Ich glaube, es war ein bisschen stärker als so ein Straßenrennrad, aber es war eigentlich ein Rennrad so mit diesem Mountainbike-Profil auf dem Reifen. Ne? Ja, aber der Lenker und so wie ein normales Rennrad. Und die sind bei Wind und Wetter durch Wälder und Felder über Stock und Stein gefahren, sahen aus wie, keine Ahnung was, wie Aliens, als sie wieder kamen, wenn das Schlamm war, wenn der Regen war, die waren ja, da war ja alles Schlamm. Und da mussten sie, wenn sie nicht fahren konnten, mussten sie halt das Ding tragen über die Schulter. Das fand ich, das war so ein Vorläufer des Mountainbikes. Viele kennen das ja gar nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es den Sport gar nicht mehr, oder? Doch, er heißt jetzt nur nicht mehr Querfeldeinradfahren, sondern Cyclocross. Und da habe ich mich tatsächlich mit Stefan Rukitka drüber unterhalten, vom Radsportverband NRW, denn ja, es gibt den NRW Cross Cup und demnächst auch eine deutsche Meisterschaft im Cyclocross. Hallo, ich habe mir heute Stefan Rukitka vom Radsportverband NRW geholt, um mit ihm über Cyclocross zu sprechen. Hallo. Ja, hallo Patrick, herzlichen Dank für die Einladung. Cyclocross, erklär uns mal, was das ist. Ich weiß, dass es mir total bekannt ist, aber unter einem anderen Namen. Ja, genau. Ja, ursprünglich bekannt unter Querfeldein oder Radquerfeldein. Aber ja, wie es bei vielen Dingen der Fall ist, es wird mit neuen Vokabeln versucht, halt eben auch ein bisschen interessanter zu machen. Und Cyclocross ist jetzt die aktuelle Bezeichnung, ist im Grunde nichts anderes als Radquerfeldein. Das heißt, wer also schon seit vielen Jahren das irgendwo beobachtet hat, sich vielleicht noch an Zeiten erinnert, als Klaus-Peter Thaler Weltmeister geworden ist im Radquerfeldein seinerzeit, ist die gleiche Sportart, heißt aber jetzt Cyclocross. Klingt ein bisschen sexier und ist, glaube ich, ein kleines bisschen kürzer als vorher. Das ja. Ist aber im Prinzip das Gleiche. Und ihr seid entgegen dem, was man so denkt, mitten in der Saison und ja, da läuft gerade der NRW Cross Cup, was sowas ist wie der Cyclocross Weltcup in klein, sag ich mal. Ja, genau. Also ist vergleichbar vom Format her, natürlich auf regionaler bzw. bundesweiter Ebene. Das heißt, die Cross-Saison fängt an, eigentlich so Anfang Oktober und geht so bis Richtung Februar. Anders als die meisten Sportarten oder eben auch die Straßenrennen, die dann eigentlich, da ist die Saison vorbei. Und der Cross löst dann die Straßenrennen ab. Wir haben also jetzt beim NRW Cross Cup insgesamt 8 Läufe. Der hat begonnen am 1.10. mit dem ersten Lauf in Dadetal. Ja, wer sich vielleicht ein bisschen auf der Landkarte auskennt, Dadetal ist so knapp hinter der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Also auch da haben wir dann Läufe. Und das ging dann weiter mit dem zweiten Lauf in Emstetten. Da waren wir am 22.10., am 29.10. dann der dritte Lauf in Lünen. Dann hatten wir jetzt den vierten Lauf in Kendenich. Und weiter geht's dann mit den NRW-Meisterschaften in Niedeggen-Schmidt am 25.11. Das ist also das nächste Rennen, was ansteht. Dann haben wir eine kleine Pause, eine Weihnachtspause, wenn man so will. Und dann geht's im nächsten Jahr weiter am 6. und 7. Januar beides Mal in Pulheim. Wobei das zwei verschiedene Vereine ausrichten auf einem Gelände. Das heißt, einmal wird die Strecke rechtsrum, aber linksrum gefahren. Natürlich eben auch mit einem paar besonderen Streckenteilen. Und dann
Am 27.01. ist dann das große Finale in Bonn. Dann haben wir auch die Gesamtsiegerehrung. Das heißt, wir haben also ja 16 verschiedene Lizenzklassen, in denen wir Einzelwertungen haben, 8 Hobbyklassen, wo wir Einzelwertungen haben. Dann gibt es auch eine Mannschaftswertung für alle Teilnehmer und dann, ja, weil wir eben auch die Jugend fördern wollen, nochmal eine extra Teamwertung für die Nachwuchsfahrer. Also ist das schon so, dass die Straßenfahrer dann in Matsch gehen, sage ich mal, ins Gelände gehen und Cyclocross fahren? Ja, genau. Also wir haben bei den meisten Crossern, dass die auf zwei Sportgeräten unterwegs sind, also entweder Straßenrad und Crossrad oder Mountainbiker, die aufs Crossrad steigen. Manche sind auch auf allen dreien unterwegs oder teilweise sogar noch auf der Bahn. Aber viele Straßenfahrer, die wechseln dann ins Gelände, auch ja, um halt so ein bisschen auch die Geschicklichkeit zu fordern für sich oder eben auch zu fördern, ist halt ein ganz anderes Fahren. Radbeherrschung, das spielt eine ganz große Rolle. Und gerade vor dem Hintergrund ist natürlich auch interessant für Nachwuchsfahrer, die ja auch so das Radfahren, auch das Bewegen zum Beispiel im Feld, also im Rennfeld, dadurch natürlich auch verbessern können. Nun kommt aber, hast du mir gesagt, nach dem NRW Cross Cup noch ein klein bisschen etwas Größeres, nämlich, und da musste ich das erste Mal 2024 aufschreiben, am 13.01. bis zum 14.01.2024 die Deutsche Meisterschaft in Radevormwald, richtig? Ja, genau. Also wir haben jetzt seit 2008, da waren die deutschen Meisterschaften im Cyclocross zum letzten Mal in NRW zu Gast, in Herford seinerzeit. Und ja, wir freuen uns riesig, dass wir endlich mal wieder deutsche Meisterschaften hier haben in Rade vom Wald. Ja, auch so ein bisschen natürlich genährt durch den NRW Cross Cup. Das heißt, der Veranstalter in Rade vom Wald, der Sven Schreiber, der das organisiert, der ist auch alljährlich dabei gewesen jetzt in den letzten Jahren beim NRW Cross Cup. In diesem Jahr natürlich wegen der deutschen Meisterschaften nicht. Aber es hat sich halt auch dadurch so entwickelt. Wir hatten also in den letzten beiden Jahren der große Finallauf, der war jedes Mal in Rade vom Wald. Und ein sehr erfolgreicher Veranstalter. Also der Sven hat da wahnsinnig viel Erfahrung und ja, wir freuen uns auf eine tolle Strecke, auf eine tolle Veranstaltung. Ist eine Doppelveranstaltung, beginnt eigentlich sogar schon am Freitag. Mit ja einem kleinen Vorprogramm in sämtlichen Lizenzklassen finden dann die deutschen Meisterschaften dann in Rade vom Wald statt. Also ist eine klasse Sache und wer das mal, ja, oder wer die Möglichkeit mal haben möchte, eine deutsche Meisterschaft zu sehen, der ist natürlich herzlich eingeladen, nach Rade vom Wald zu kommen. Ja, klar. Beeinflusst denn der NRW Cross Cup irgendwie die deutsche Meisterschaft? Also kann man sich da über den NRW Cross Cup dafür qualifizieren oder sind die komplett unabhängig? Nee, das ist komplett unabhängig. Es wird natürlich von vielen auch genutzt, um sich vorzubereiten, dass man also auch da natürlich ja eine gewisse Rennkonstanz eben bekommt. Es gibt ein altes Rennfahrer-Sprichwort, Rennen ist das beste Training. Das heißt, da hat man natürlich auch jetzt gute Möglichkeiten, im Vorhinein halt sich auch richtig rennmäßig drauf einzustimmen, auf die deutschen Meisterschaften. Und die Teilnahme an sich ist für jeden Lizenzfahrer halt möglich. Also er muss sich da jetzt nicht für qualifizieren. Spielt natürlich eine Rolle, wie auch jetzt im Vorhinein schon gefahren wurde, beispielsweise eben auch bei den Cross-Bundesliga-Rennen. Da werden ja auch entsprechend Punkte gesammelt. Das spielt dann eben eine Rolle bei der Rennaufstellung. Das ist also so, dass da ja nach Platzierung aufgestellt wird. Das heißt, der Bestplatzierte kann sich im Grunde den ersten Startplatz dann da aussuchen im Startkorridor. Und dann geht's halt in dieser Reihenfolge weiter. Ja, also wenn ihr jetzt schon einsteigen wollt, NRW Cross Cup. Und gerade eben ja nochmal gehört, wo das überall ist, gefühlt. Wenn man auf die NRW-Karte guckt, überall in NRW. Und da gibt's auch noch ein paar Rennen. Oder vom 13.01.24 bis zum 14.01.24 in, ja, Rade vorm Welt, das etwas größere Thema, die Deutsche Meisterschaft
im Cyclocross. Leute, guckt es euch an. Ich habe es damals gerne geguckt, als Klaus-Peter Thalers auf das Fahrrad über Baumstämme gesteppt hat. Ja, erinnern wir uns noch gerne dran. Danke dir und viel Spaß beim Cyclocross. Ja, vielen Dank. Tschüss. Da haben wir uns jetzt als uralt geoutet, ne? No jokes with names, wie der Franzose sagt. Aber ich habe immer früher gedacht, das hieß Radl vorm Wald. Irgendwie die Radelner vorm Wald, weißt du, Radsport und Radl vorm Wald. Das hat wohl damit nichts zu tun. Wahrscheinlich nicht, nee. Nee, ne? So, zum Ende gehen wir doch mal wieder zum Wintersport. Ne? Ich dachte mal, wenn wir zum Thema Alter sind, kommen wir jetzt dazu. Nein. Wir sind wieder bei einer Weltklasse-Athletin, beziehungsweise sie war eine Weltklasse-Athletin, denn die Biathletin Denise Hermann-Wick hat nach der letzten Saison ihre Karriere beendet. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin hatte ihren letzten Weltcup-Auftritt am 19. März. Und was ich immer so spannend finde, wenn einer die Karriere beendet, was geht in einem zuvor, ne? Manche sagen mal, sie müssen sich abtrainieren zum Beispiel oder so, ne? Andere, ich glaube, ich habe mal gesprochen mit Marc Warnecke, der war auch mal Weltmeister im Schwimmen. Der war danach nie wieder im Schwimmbad, hat er mir mal erzählt. Also ist schon, ja, kann ich verstehen, ne? Bei den ganzen Chlorgestank und die vielen Fliesen, die er erzählen musste. Und wir haben von der Sportstunde mal mit Denise Hermann-Wick gesprochen, wie denn so der Sommer, der erste Sommer nach ihrer überragenden Karriere war. Denise, am 19. März war dein letztes Rennen in deiner Karriere. Jetzt sind wir gut, wie viele Monate? 8 Monate später. Doofe Frage, wie geht's dir? Fehlt dir irgendwas? Also mir geht's gut, aber ja klar, fehlen tut einem jetzt sicher was, vor allen Dingen, wenn es jetzt losgeht und man das natürlich immer so dann so 1:1 sieht, es geht wirklich wieder los und du bist wirklich nicht dabei. Das ist ja immer sonst so eine theoretische Vorstellung mal, aber das dann natürlich praktisch. Also ich habe es ja auch gern gemacht bis zum letzten Tag, aber nichtsdestotrotz bereue ich auf keinen Fall meine Entscheidung, weil Leistungssport ist einfach endlich und da irgendwie so für sich selber so einen runden Abgang irgendwie hinzukriegen und so ein rundes Tschüss sagen zu diesem Kapitel, das ist immer gar nicht so einfach und es war so schön und ich konnte die ganze Saison letztes Jahr nochmal so genießen. Dann war es natürlich auch noch extrem gut und von daher bin ich total dankbar, dass ich das so erleben durfte. Aber klar, ich meine, ich habe es wirklich gern gemacht und ich mache ja nach wie vor sehr gern Sport. Klar, das Schießen fällt natürlich jetzt leider weg, aber es juckt natürlich logischerweise trotzdem immer noch. Und ja, man könnte das natürlich 100.000 Jahre am Stück machen, wenn man das gerne macht, aber das geht halt natürlich nicht. Wenn du jahrelang immer irgendwann im Sommer deine Sachen packst, um in diese Vorbereitung zur Saison zu gehen, war das nicht irgendwie komisch, dass dann wieder so dann irgendwann die Tage waren, die Woche waren und du guckst so, eigentlich müsste ich jetzt ja was packen, aber ich bin irgendwie gar nicht dabei? Ist das nicht, fehlt da nicht irgendwie was? Also gepackt habe ich doch tatsächlich auch in letzter Zeit, weil ich bin dann doch mal heimgefahren, auch zu mir. Irgendwie hat man natürlich jetzt deutlich weniger dabei, also nicht immer 3 Reisetaschen, sondern irgendwie nur eine kleine. Also packen natürlich doch auch noch ein bisschen und vor allen Dingen, wir bereiten ja auch schon ein bisschen unseren Umzug vor. Nicht, dass der jetzt schon anstehen würde, aber wir sind ja da immer in der Vorplanung ganz groß am Start. Aber ja, jetzt so dieses Reisen, Wegfliegen, sag mal, das fehlt mir jetzt nicht so direkt. Also vor allen Dingen so diese weiten Reisen. Klar, so Biathlon ist natürlich jetzt auch eigentlich ganz cool, weil es jetzt relativ hier so Zentraleuropa doch schon alles nicht so weit weg liegt, sondern ist schon doch eher so um die Ecken, sagen wir so 2, 3, 4 Stunden maximal. Aber so dieses lange und dieses am Stück unterwegs sein, das hängt einem schon ein bisschen zum Hals raus, aber trotzdem diese positiven Sachen überwiegen ja trotzdem. In deiner Karriere als Hochleistungssportlerin hat man ja auch immer Druck, Leistungsdruck, medialer Druck. Ist dir da auch ein bisschen was abgefallen? Bist du auch ein bisschen erleichtert? Also man kann ja Druck immer positiv und negativ sehen. Also klar, wenn es nicht läuft, dann erstmal mehr irgendwie von außen auch an sich ran. Also der eigene Druck ist ja eh schon hoch, aber dann von außen, ja, dann registriert man Sachen auch immer ganz anders. Und das ist auch nicht immer schön, das muss man auch dazu sagen. Aber dafür sind natürlich diese schönen Momente, wenn es dann auch läuft und man selber irgendwie so Ziele erreicht. Das gibt einem so viel. Aber klar, ich meine, es gibt immer so die Kehrseite der Medaille. Und da natürlich jetzt nicht jeden Tag
also mal auf Millimeter, sag ich mal, performen zu müssen, also mal, das erleichtert schon auch einiges, aber am Ende war es ja auch die Challenge, die es ja ausgemacht hat. Bist du denn jemand, der auch viel nach hinten guckt, an deine tollen Erfolge, mal das Fotobuch rausnimmst, mal guckst, wie war das damals beim Olympiasieg, wie war das damals, als ich Weltmeisterin geworden bin, oder bist du jemand, der gegenwärtig lebt oder in der Zukunft? Also ich muss sagen, so jetzt wage ich natürlich schon ganz gern mal so den Blick zurück und dass es schön war und alles und dass ich alles so positiv in Erinnerung gehalten habe. Aber so direkt jetzt mal was angucken können, habe ich jetzt irgendwie noch gar keine Zeit, muss ich sagen. Aber wo man eigentlich denkt, was macht die ganze Zeit? Aber es doch steht irgendwie doch relativ viel an. Und von daher, klar, man lebt natürlich im Hier und Jetzt. Und wenn man das, was war, kann man auch nicht mehr verändern. Aber natürlich mit einem ja zufriedenen Blick auch zurück. Schauen auch das, was dir alles da, dieser Weg zu diesen Erfolgen hin dir gegeben hat, jetzt auch fürs weitere Leben, wo kann ich das jetzt auch weiter anwenden? Das ist eigentlich schon schön zu sehen, dass ein Sport da wirklich viel gibt oder auch natürlich dieser ganze, ja, das Mediale dann unterwegs sein, dieser Zirkus im Biathlon oder überhaupt die Werte, die man da überhaupt entwickelt, so von Kindheit an, wo man irgendwie so reinwächst, gar nicht so bewusst das wahrnimmt und jetzt erstmal so richtig registriert, was man eigentlich so mitgenommen hat. Und das ist irgendwie schön, weil ja das diese Zeit nicht nur diesen sportlichen Erfolg oder auch mal Misserfolg gegeben hat, sondern auch irgendwie darüber hinaus viel mehr. Und das ist irgendwie schön zu sehen. Wenn man die ganze Zeit auch im Rampenlicht war und viele Menschen wollten dann auch viel von jemandem, der Erfolg hatte, ist das etwas, was dann, wo man sich dran gewöhnen muss, weil auf einmal nicht mehr so viele etwas von einem wollen? Ich glaube, jeder von uns, also wir fangen ja schon sehr, sehr früh an. Man wird ja nicht direkt reingeboren und sowas. Und man wächst dann natürlich mit auf. Das ist auch irgendwie part of the game. Es ist auch schön, aber es ist, hat natürlich auch seine Kehrseite. Und ja, man ist dann auch mal froh, wenn man mal irgendwie einfach mal so Dinge oder alltägliche Dinge tun kann, ohne dass man da irgendwie erkannt wird vielleicht. Obwohl das natürlich schön ist. Und so mal, man merkt dann natürlich, dass diese Sportbegeisterung natürlich so allgegenwärtig ist. Also das soll jetzt auch überhaupt nicht negativ klingen, aber es ist natürlich doch, man ist halt immer sehr präsent und sag mal, grundsätzlich ja ist man ja doch ein normaler Mensch und will halt so sein Leben machen und ist mal da auf dem Sprung und will da und dort mal schnell hin. Und da hat man ja oft ja gar keine Zeit, dann zu den Leuten das zu geben, was man gerne geben möchte. Was natürlich jetzt doch ein bisschen mehr ist, mal ein paar Minuten länger stehen bleiben und mit den Leuten mal quatschen, ist auch mal schön, nicht immer so ja, auf der Hatz zu sein. Aber klar, man ist natürlich, wie gesagt, diese Präsenz ist natürlich auch nicht immer schön. Wie oft warst du seit diesem besagten 19. März wieder in der Loipe und wie oft am Schießstand? Ja, Mai habe ich noch ab und zu mal geschossen, vielleicht noch so 3-4 Mal. Und dann habe ich ja mein System abgegeben. Am 30.05. habe ich mein System abgeschraubt von meinem Schaft. Und das war dann schon nochmal ein sehr trauriger Tag für mich. Dann war es natürlich wirklich Reality. Und ja, sonst, ich bin eigentlich ja schon oft unterwegs. Also jetzt war ich mal daheim, da ist man natürlich nicht so viel also trainingsmäßig unterwegs. Aber ich war jetzt auch mal eine Woche in Davos, also Snowfarm ohne mich im November. Das gibt's glaube ich, auch nicht. Also habe ich natürlich gleich mal die Ski wieder angeschnallt und hat auch wieder Spaß gemacht. Aber ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich 10 Mal aneinander das eine machen möchte, dann mache ich das. Und das wäre natürlich im normalen Trainingsprozess ja nicht so gegangen. Ne? Das lebt ja von so einer Variabilität. Und ja, aber trotzdem versuche ich schon jeden Tag irgendwie mich zu bewegen. Weil man hat ja auch den Drang, man ist gewöhnt. Das ist auch gut für den Körper am Ende. Und ja, klar, bei dem Wetter macht es jetzt vielleicht doch nicht so Spaß. Aber da ist natürlich jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagen kann, ach, 5 Grad Regen? Nee. Ich lasse es heute mal. Mal nicht. Kein Wettkampf auf dem Kalender. Ich kann heute mal einfach zu Hause bleiben. Genau. Ist es denn kompliziert, wenn du jetzt mal wieder Lust hättest, an so einen Schießstand zu gehen? Kann man das so einfach? Ja, man braucht halt schon ein paar Leute dabei, die halt die Abforderung dafür halt auch gesetzlich haben. Also ich habe selber jetzt auch Schießstand leider natürlich gemacht, aber ich bin natürlich leider nicht mehr im Besitz noch vollständigen Waffe, also nur noch von meinem Schaft sozusagen. Aber es wäre schon auf jeden Fall möglich. Aber klar, ich meine, die haben natürlich auch anders zu tun. Es sind alles, wenn dann Trainer, die auch eine Trainingsgruppe betreuen müssen. Und die haben natürlich da auch, also die würden es vielleicht schon machen, aber ich weiß ja auch, wenn man da jeden Tag an 10% feilen will, da brauchst du jetzt nicht irgendwelche Leute, die zum Spaß mal ins Training kommen und dann mal schießen wollen und da irgendwie eine gewisse Zeit auch anderen rauben. Weil am Ende kann man ja selber auch schießen, ist schon logisch, aber man braucht ja doch ein bisschen irgendwie mal ein Glas zum Durchgucken oder ja, ein bisschen eine leichte Aufmerksamkeit, logischerweise auch vom Gesetz her braucht man ja schon auch, weil es eine beaufsichtigende Person muss ja auch seine Schützlinge beaufsichtigen. Die ersten Schneeflocken
Fallen vom Himmel. Der erste Winter für Denise ohne Biathlon. Wie sieht dein Winter aus? Na, ich hoffe schneereich. Also erst, wenn natürlich der Putz am Haus dran ist. Weil ich immer schon, oh, es ist immer noch 8 Grad und es regnet und es schneit nicht. Und mein Mann immer so, Denise, es darf auch noch nicht schneien. Unser Haus ist noch nicht verputzt. Ich so, okay, ja dann. Aber es wäre schon schön, wenn es am Tag danach gleich ungefähr schneien würde. Was natürlich nicht so gut wäre, weil es erstmal ein bisschen trocknen muss. Aber ja, mal schauen. Das ist ja jetzt wirklich so dieser erste Winter, wo ich mal irgendwie so entspannter irgendwie rangehen kann. Aber ich glaube, man fiebert trotzdem mit. Also ich merke jetzt schon so, die Anspannung steigt bei mir trotzdem auch. Auch natürlich, wenn man mit den Leuten mitfiebert, die jetzt Quali haben, ob das jetzt Weltcup-Quali, Biocup-Quali ist. Man kennt ja die, vor allem die Mädels halt, und irgendwie ist man da voll dabei und drückt da die Daumen. Und deswegen ist so eine leichte Anspannung doch irgendwie bei mir auch erkennbar. Aber ja, natürlich ist es jetzt doch anders. Also ich muss auf jeden Fall nicht mehr meinen Waffenkoffer über den Flughafen zerren. Der wird wahrscheinlich auch nirgendwo liegen bleiben, weil habe ich ja nicht mehr. Deswegen werden es auf jeden Fall ruhigere Nächte, könnte ich mir vorstellen. Entspanntere Nächte. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass vor allen Dingen der Winter sehr schneereich wird. Tja, der Sommer und der Winter von Denise Herrmann-Wick und nächste Woche haben wir Teil 2 von Denise. Dann reden wir nämlich über die kommende Weltcup-Saison der Biathletinnen. Die startet nächste Woche am Wochenende in Östersund in Schweden. Da werden wir dann sportlich, ne? Ja, Hauptsache genau. Winter, so. Würde ich sagen. Hauptsache Winter. Das war's, ne? Ja. Schauen wir mal, was der Herr Zverev denn so in Turin final bastelt übers Wochenende. Ja. Vielleicht wird er ja, wir können ihn motivieren, er könnte Sportler der Woche bei uns werden. In der das Sportler. Ist richtig. Könntest du dir noch einen zweiten Pott holen. Genau. Unsere Jungs um Julian Nagelsmann spielen wieder Fußball. Was? Zum einen in Berlin gegen die Türkei und dann ja in Wien gegen die Österreicher. Im Übrigen, die sollen es so machen wie unsere U17-Jungs. Die sind nämlich bei der WM in Indonesien. Und haben die ersten beiden Spiele gewonnen und sind damit jetzt schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Ja, ja. Vielleicht haben wir einen goldenen Nachwuchs im Fußball. Vielleicht wir werden haben die das auch hier Jean beobachten. Will am Flughafen getroffen. Wer weiß? Ja, die sind dann noch unterwegs. Ja, ja, weiß es nicht. Genau. Was haben wir noch? DLHBL, BBL geht normal weiter, würde ich sagen. Ja. Und Wintersport oder auch nicht? Mal gucken, was. Wir schauen mal, wie windig es auf welchem Berg ist. Ja, und ob die Männer endlich mal alpin Ski fahren können. Ne? Man weiß es nicht. Man weiß es ja, nicht. Ich also, kläre, ob das Trampeltier Trampolino oder irgendein anderer in der Sportplatz heißt. Na, und ich kümmere mich auch um Radsport, nämlich um Mountainbike. Nächste Woche haben wir Lukas Kaufmann dabei. Der hat das längste Mountainbike-Rennen der Welt gewonnen. Das waren schlappe 700 Kilometer. Also nicht ganz so weit wie von Thionville nach Neukaledonien, ich weiß. Aber die haben es auch nicht mit dem Fahrrad gemacht, ne? So, und dann haben wir nächste Woche also Trampolin, Mountainbike, Biathlon, ein bisschen Fußball und vielleicht gehen wir ja wieder auf den Boulevard. Man wird es sehen. Ne? Ja, und ich kläre das mal mit Französisch, Englisch, Spanisch und so. Genau. Also, wir hatten viel Geschichte, wir hatten Kultur, wir haben Sport, wir hatten alles dabei gehabt in diesem Sinne. Ja, bis nächste Woche, sage ich mal. Ne? Bleibt sportlich, guckt viel Sport, macht viel Sport. In diesem Sinne. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss. Wiedersehen.